Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und ja, wir sind hier immer noch im Dorf und ich habe mir für dieses kleine Rätsel meine kleine Hilfestellung aufgerufen. Deswegen ist jetzt mal kurz einmal die Musik ausgefallen. So, denn ihr wisst ja noch, wir saßen hier und waren irgendwie ein bisschen irritiert davon, wie das Ganze hier eigentlich ablaufen soll. Aber jetzt weiß ich, glaube ich, also jetzt weiß ich ganz bestimmt. Also, so, 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 dann so, so, so. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Aber okay. Irgendwie wird das jetzt schon, glaube ich. Ja, okay. Jetzt habe ich es endlich. Natürlich war das mega easy, so herauszufinden. Deswegen habe ich das jetzt... Nein, ich habe das natürlich nachgegoogelt. Denn irgendwie wollte ich schon wissen, wie genau das Ganze hier ablaufen soll mit diesem komischen... Dingern hier. Okay, das war nicht die richtige Reihenfolge. Meinetwegen. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ist natürlich klar gewesen. Wäre jeder drauf gekommen. Was haben wir jetzt hier? Was für ein komisches Ding. Ich glaube, ich brauche etwas, damit es funktioniert. Was haben wir hier? Nein. Warning. Monster Boy has encountered a problem. What? The fuck? Okay, das ist ziemlich lustig. Was zum Henker? Jetzt kann ich irgendwie hier kaputt machen. De? Okay, ich versuch's mal mit den Löwen. Aha. So weit. Ja, okay, okay, okay. Das klappt natürlich so nicht. Kann ich das vielleicht auch einfach mit Feuer angreifen? Das wäre natürlich auch noch eine coole Sache. Okay, das ist auch nicht. Ich glaube, da war ich schon mit dem gar nicht so verkehrt. Na klar, okay, der, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte es ja irgendwie, unten muss dieser Ladebalken natürlich auch, ey, ich war doch noch drin, das zählt nicht.
Nee. Hä? Also mal kann ich diesen Ladebalken... Ach, ich kann nur dort den Ladebalken betreten, wo er... Wo er gerade am Laden ist, wahrscheinlich. Wie blöd ist das denn? Wie soll ich denn das hinbekommen? Hey, what the... Okay, das ist cool. What the fuck? Okay, die Angriffe sind hier ein bisschen wilder. Sehr seltsam hier. Aber das ist das klassische Monster Boy, glaube ich, hier, was wir gerade spielen. Wo wir den blauen Helden da gespielt. Das sieht aber auch ziemlich interessant aus. Finde ich lustig. Okay. Und was bekommen... Ey, wir bekommen ein Herz. Voll gut. Habe ich jetzt hier was? Okay, das funktioniert jetzt nicht. Sehr lustig. So. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ah, wir müssen... da zu diesem Sanktus-Ding hin. Zu dieser Kirche, würde ich sagen. Dann fliegen wir doch mal eben kurz hin. So, hier war das, ne? Jawohl. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Hm. Erzähl mir was. Hallo Jin, ist dies nicht, ist dieser Ort nicht unglaublich? Ich bin zuletzt als kleines Mädchen hier gewesen. Schwester, ich habe gehofft, dass Sie etwas über die Relikte der uralten Helden wissen. Wo finde ich sie? Leider habe ich sie schon lange, leider hat sie schon lange niemand mehr gesehen. Meine verstorbene Großmutter sprach aber ständig von ihnen. Sie meinte, dass man Himmel, Wasser und Erde durchsuchen müsse, um sie zu finden. Der große Himmel über den Vögeln und Wolken, über den Vögel und Wolken ziehen. Das klare Meer neben dem unheilvollen Blick der Totenkopfinsel. Der tiefe Wald, in dem sich die giftigsten Kreaturen tummeln. Hm, klingt wie Orte, die ich schon mal aufgesucht habe, aber ich sollte sie beim nächsten Mal mit einem schärferen Auge erkunden. Die Relikte haben eine spezielle Verbindung zu diesem Sanktum. Bitte bring sie her, sobald du sie gefunden hast. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes, Jin. Bevor du gehst, möchte ich gerne für dich beten, damit du auf deinem Weg gesegnet bist. Gerne. Bla 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 bla. Nanu? Oha, waren Sie das? Offensichtlich wurden meine Gebete erhört. Bei der Suche nach den Relikten wirst du diese Waffe brauchen. Möge die uralten Helden mit dir sein, Jin. Okay, bullige Waffe. Die so robust ist, dass sie auch den Herzenstein im ganzen Königreich vernichtet. Aha. Ja, bin ich ja mal gespannt. Das sieht aber gut aus. Hallöchen, Ace. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, haben wir irgendwie... Wird uns jetzt irgendwas ange... Nee. Also, wir müssen auf jeden Fall zum Wasser. Um da irgendwas zu holen. Ach so. Nee, das sind Waffenhändler hier. Oder Shops. Also müssen wir einmal auf jeden Fall zum... ja, zum Wald. Einmal irgendwo beim Wasser. Probieren wir es doch mal. Gehen wir erstmal zum Wasser. Warum auch eigentlich nicht?
Mal gucken. Also irgendwo sind hier... Okay. Okay. Die Viecher mögen mich einfach partout nicht. Aber ist das schon hier? Nee, hier sieht es so aus, hätten wir schon alles. Also, da wo wir das Ganze hier angefangen haben, da scheint es irgendwie noch so zu sein, dass wir noch einige Rätsel offen hätten. Dann gehen wir doch erstmal da lang. So. Oh, Moment. Mir fällt gerade so ein, was wir natürlich nicht haben. Ich könnte mal gucken, ob wir hier oben noch... Aha. Ah, da oben ist so ein... so eine komische Blume. Vielleicht kann ich das hier auch kicken. Und dann hier nochmal drauf. Und bam! Da haben wir es offen. Jetzt müssen wir gucken. Hier ist eine Kiste. Jetzt müssen wir wahrscheinlich unten nochmal draufhauen. Bonk. Damit wir jetzt hier auf. Aha. Gar nicht so blöd, wie ich aussehe. So, das sieht man nicht. Das hier hochschlage. Oh. Hier ist ja auch noch eine Statue, die könnte ich doch einfach mal runterschubsen. Okay, das war... Das sieht aber nicht so ganz nach das Rätselslösung aus hier. Das hat einmal die Position, einmal die Position. Vielleicht muss ich das aber auch von der Seite aus machen. Und dann hier rüber. So. Ah, okay. Glück gehabt. Hat auch funktioniert. Sehr gut. Was haben wir denn hier drin? Yay! Dankeschön. Die Facecam muss so sein. So, wir haben ein neues Relikt gefunden. Zufälligerweise. Obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwas in diese Richtung. Ne, in diese Richtung ist sonst nichts mehr. Hier nach unten ist nur dieser Teil. Das können wir uns hier aber auch... Genau. Hier ist nur die Kanalisation. Die Kanalisation ist... ja, interessant. Da waren wir schon oft genug. Dann wollen wir mal hier hingucken. Hier sind noch ein paar Schätze offen vielleicht. Also zwei sind auf jeden Fall noch offen. Und wenn wir hier irgendwas zum Zerdeppern finden, dann zerdeppern wir das. Hier oben waren wir schon, genau. Also hier wird auch nichts mehr angezeigt mit, da könnte man hochfliegen. So, hier ist noch irgendwas direkt unter uns. Da sollte ich jetzt aber mal ganz schnell die Schuhe wechseln.
dann lieber die Wolkenstiefel. So. Und auch auf den Frosch, weil ich würde fast meinen, wir müssen hier runter. So, hier unten ist irgendwas. Die Frage ist natürlich nur, was hier ist. Vielleicht, wenn ich alle Gegner besiegt habe. Mal gucken. Ah nö, hier ist einfach eine Kiste. Das ist auch schön. Aber hier sind solche Blöcke. Und diese Blöcke sollten wir doch jetzt theoretisch ja, zerstören können. So, und dadurch, dass wir die zerstören kann, sind uns natürlich neue Möglichkeiten offen. Aha. Da guckt mal einer Schau. Das heißt, wir hätten hier so oder so nicht durchgekonnt vorher. Oh. Unterwasserminen, sehr gut. Sowas habe ich ja gerne. Boah. Ja, gut. Das war aber auch... Oh, fuck. War ja auch richtig schlecht. So. Was haben wir hier? Ein Edelstein. Juhei. Egal. Besser als nichts. So. Aber tatsächlich sind wir hier jetzt an einer haben wir hier etwas gefunden. Vielleicht finden wir jetzt hier auch noch ein bisschen mehr. Kommen wir nicht so, Kollege. So, diese zerstörbaren Blöcke sind natürlich jetzt mega wichtig. Weil irgendwo im Wasser müssen wir jetzt neue Rätsel lösen können. Kann natürlich auch sein, dass ich mich hier mega vergeige und wir jetzt eigentlich nicht hier lang müssen. Okay, diese Schläge müssen richtig gut getimed sein, sehe ich hier. So, hier drüben gibt es noch irgendwo ein Secret, das will ich mir aber auch holen, wenn wir schon mal hier sind. Hier? Nee, noch nicht. Doch, ich glaube schon. Gucken wir nochmal. Ja, genau über mir ist noch ein Secret. Da setze ich doch mal jetzt den Drachi ein. So, wusstest du? Okay, das ist nur so ein Tutorial-Kram, der hier gerade abläuft. Irgendwo hier ist noch was. Vielleicht muss ich hier mit einem Schweinchen oder so einfach irgendwas füttern oder so. Kann ja auch sein. Hoppla, gucken wir mal. Nee, Schweinchen ist es nicht. Okay, dann schauen wir jetzt mal doch nochmal rechts nach. Ich müsste jetzt also einmal hier wechseln auf die auf den Teleportstab. Ring, aufladen und öffnen mir das Portal. So, dann nach oben möchte ich bitte. Und wir lassen uns hier jetzt einfach runterfallen. Und vielleicht haben wir dann hier irgendwo dann auch endlich
Okay. Fuck. Das war mal mega gut von mir. Hier war ein bisschen aufpassen. So, super. Da sind wir wieder in der... Welt. Mit dem... Bei den Piraten. So, und hier unten... Da seht ihr mal. Das ist schon mal eine Sache, die wir nicht einfach so aufbekommen. Hier würde ich fast meinen... Also hier kamen wir jetzt rein. Aber was genau bringt uns das jetzt, dass wir hier rein können? Seltsam. Also irgendwie... Ah, also doch. Ich dachte mir, hier ist bestimmt eine Tür. Aber ich kann das nicht als Frosch machen, sondern ich muss das so machen. So, was haben wir hier drin? Ja, super. Wieder ein Relikt. So, aber es ist nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Auch wenn mich trotzdem freut, dass wir es gefunden haben. Aha. Hui. So, einfach mal auf den Drachen wechseln, Feuer durch die Gegend pusten und glücklich sein. So, aber das sieht schon vielversprechender aus hier. Muss ich gestehen. Gucken. Aha, hier kommen wir nicht lang. Wo sind wir hier überhaupt? Aber hier waren wir ja schon mal irgendwie. Scheinbar. Confused. Was haben wir hier? Ah, okay. Ich glaube fast, hier kommen wir einfach wieder zurück zu dieser einen Stelle, wo wir gerade eben nicht reinkamen. Ja, sage ich ja. Erstmal hier hoch. Und jetzt hier runter. Abwarten. 1, 2, 3. Und hinterher. Und schnell hier durch. So, die tiefste Tiefe haben wir erreicht jetzt. Und hier müssten vielleicht irgendwo Stellen sein, in denen wir Blöcke zerschlagen können. So, die Kiste hier oben hatten wir schon. Okay. Nichts Neues. Was haben wir hier? Das sieht doch... Nee. Einfach nur nee. Bin ein klein wenig... verwirrt, was es hier so Schönes gibt. Und vor allem auch, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Hier gibt es irgendwie einen Safe-Spot, stand da, genau. Hier. So, hier gab es noch irgendwas. Gehen wir mal kurz durch die Tür. Okay, hier waren wir schon mal. Das sieht nicht danach aus, dass wir hier irgendwas machen können. Dann gehen wir hier nochmal nach. Ach,
Ha. Okay, wir warten jetzt nochmal. So. So war das irgendwie. Ach so, 1, 3, 3. Nee, das ist wohl nicht die richtige Reihenfolge gewesen hier. Oh, hier unten ist aber auch noch einer. So, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Diese drei hier jetzt leuchten. Also hier ist ein Pfeil. Der Pfeil zeigt in diese Richtung hier nach oben. Kleinen Moment. Eins. Da unten ist eine zwei. Drei, drei. Also wir haben zwei Einser. Irgendwie check ich's nicht. Also irgendwas ist hier, aber ich weiß einfach nicht was. Und genauso ist hier irgendwas. Ich bin hier gänzlich verwirrt. Und ich weiß, dass mich dieses Wasserlevel schon ein klein wenig sauer gemacht hat. Aber, Moment, es gibt hier ganz viele guten Kristalldinger. Das Herzchen hier hätte ich nämlich beinahe verpasst. Vielleicht muss ich überall diese Kristalle anmachen. Das kann ja auch möglich sein. Ja, vor allem, ich verstehe nicht so ganz, was genau ich hier eigentlich machen muss. Das ist so das Schwierigste. Also es ist kein richtiges Wasserlevel, was ich hier gerade habe. Sondern es ist vielmehr so ein Wasserrätsel. Und dieses Rätsel selber sehe ich halt eben irgendwie überhaupt gar nicht. Vor allem, wie bin ich hierher gekommen? So, die nächste Frage, die ich hier eigentlich habe. Irgendwo muss es hier eigentlich irgendwie bin ich hierher gekommen, also von hier gekommen. I don't get it. Ja, super, jetzt bin ich wieder am Anfang angekommen. Ach, nee, dieses Zielding, ich glaube, das bringt mir so, ich bin mal gespannt. Also ich teleportiere mich jetzt einfach nochmal zurück und wenn ich zurück teleportiert bin, also hier nach oben, da steht ja irgendwie, da muss ich hin, mehr oder weniger. Und
Jetzt frage ich mich aber gerade, was genau ich hier... Muss ich hier immer noch diese, muss ich nochmal mit dir reden? Der große Himmel über den Vögeln und Wolken ziehen. Okay. Der große Himmel über den Vögeln und Wolken ziehen. Das klare Meer neben dem unheilvollen Blick der Totenkopfinsel. Der tiefe Wald, in dem sich die giftigsten Kreaturen tummeln. Die Relikte haben eine spezielle Verbindung zu diesem Sanktum. Irgendwie her, bla bla. So, das ist aber schon mal ganz okay. Also das bedeutet, wir müssen... Wir müssen hier zu dem alten Teil, also nicht zu dem, zu dem neuen Gebiet, wo wir hier hinten die ganze Zeit rumgelaufen sind, sondern wir müssen zum alten Gebiet. Dann müssen wir zum Himmel, das ist klar. Wo genau, müssen wir auch nochmal schauen. Und zum giftigsten, da wo sich die giftigsten Kreaturen wiederfinden. Ich würde fast sagen, es sind diese Spinnen gewesen. So, dann nochmal wieder ab zum Drachen. Kein Bock, den ganzen Weg zu laufen, ey. Also, da rennen wir doch. So, wir müssen hier hin, weil das ist der Punkt, an dem sich die... an dem ich die Totenkopfinsel immer auf uns drauf gucken tue. Nicht der Meinung. Das war doch hier, oder? Okay, es war wohl doch nicht hier. Ich dachte, es wäre hier. Jetzt muss ich wieder eine andere Waffe wechseln. Das geht ja gar nicht mit dem Ding. Eigentlich schon, ne? Eigentlich Blick vom Totenkopf. Das müsste ja hier sein. Da, da ist der Totenkopf. Und, ja, hier ist auch so ein... Hier ist auch was. Dafür nehme ich mal die Eisstiefel. Weil, jetzt kann ich mich bis hier hinten Eis machen. Nehme ich klein, dann kann ich da durch. Haha. Ich hab's. Und, was haben wir? Okay, was bist du? Ein geschickter Schmied kann damit goldene Ausrüstung auf außergewöhnliche Weise verbessern. Oh, nee. Er zeigt mir hier diese Tür an. Ich bin aber zu blöd, das zu raffen. Okay, also durch da. Und den Frosch. Und jetzt muss doch noch mal einmal die Stiefel wechseln, damit ich hier durch kann. Und bumm. Alles klar. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hier endlich mit dem Relikte-Sammeln weiter. Also bis dann.